Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Heute Abend am Sonntag, den 30. September 2018, habe ich mich eingefunden, um mit einigen Brüdern und Schwestern in Christus, die mich über Skype begleiten, den dritten Teil der Lesung zu machen von dem wundervollen Buch Romanismus und die Reformation aus prophetischer Sicht, das Henry Gretton Guinness 1888 nach Anleitung von Live-Vorträgen, die er in Exeter Hall gehalten hat, geschrieben hat und das Bruder Maximilian ganz uneigennützig, komplett, bis jetzt noch nicht ganz, aber jedenfalls schon sehr weit übersetzt hat. Dafür meinen ganz herzlichen Dank, Maximilian, das ist eine wunderbare Leistung, die du da bringst. Dieses Buch Romanism and the Reformation, wie es im Original heißt, von Henry Gretton Guinness zu übersetzen. Und ich habe ja jetzt schon eine ganze Zeit vorgelesen, bis auf Seite knapp 100 im Originalbuch und bis dahin, also ich finde so wenig Fehler in der Übersetzung, das ist einfach ganz, ganz toll gemacht. Nun, ich finde wenig Fehler in der Setzung. Das Problem ist, ich lese anscheinend nicht so viel, weil wir kommen nicht wirklich voran. Ich habe den Eindruck, wir werden einige Sendungen gebrauchen dafür. Aber das finde ich sehr gut, weil das ist nicht nur eine biblische Stunde, die wir hier haben. Es ist auch eine Geschichtsstunde. Romanismus und die Reformation. Es handelt ja von einerseits der weltlichen Macht, der Romanismus, der eine weltliche Macht ist, und gleichzeitig eine kirchliche Macht zusammen und davon, wie die Reformation Einwirkungen darauf hat und wie der Romanismus und die Reformation bereits in der Bibel vorhergesagt wurden. Ein ganz, ganz interessantes Thema. Nun, wir hatten letztes Mal in der zweiten Lesung uns beschäftigt mit Papst Gregor, oder besser gesagt dem römischen Bischof Gregor dem Ersten oder Gregor der Große, wie er auch genannt wird, und sind darauf in eine Studie eingegangen, in der wir festgestellt haben, dass die 1260 Tage, die im prophetischen Verständnis auch Jahre sind, die, wie sie bei Daniel Kapitel 7 und Kapitel 12 vorgestellt wurden, als eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit, oder auch an anderer Stelle als 42 Monate dargestellt werden, dass man die nicht nur auf die Art und Weise interpretieren kann, wie es allgemein üblich in unserer Welt ist, das mit 538 bis 1798 erklärt wird, sondern dass wir festgestellt haben, dass man auch eine geschichtlich fundierte Erklärung hierfür abgeben kann für 606 bis 1866. Ich kommentiere, noch kann ich besser eben dieses Video, dieses Bild hier nehmen. Ich sage damit nicht, dass 538, 1798 komplett verkehrt ist. Ja, ich will das nochmal eben betonen. Ich will damit nur sagen, es gibt für diese Prophezeiung aus der Bibel verschiedene Interpretationen. Man könnte auch genauso gut sagen, wir nehmen das Jahr, in dem Karl der Große zum Kaiser gekrönt wurde. Das war Anfang des 9. Jahrhunderts, wenn ich mich richtig erinnere, oder Ende des 8. Jahrhunderts, könnte man mal nachschauen, wenn man jetzt die Zeit hätte, habe ich jetzt aber keine Lust zu. Und könnte dann auch sagen, okay, damals hat der Papst den ersten Kaiser des Heiligen Römischen Reiches gekrönt. Das könnte genauso gut ein Anfangsdatum sein. Dann würden wir wahrscheinlich heute immer noch in den 1260 Jahren sein. Nur, was ich so merkwürdig finde, was mir sauer aufgestoßen ist, weshalb ich das letzte Woche noch ziemlich vehement gebracht habe, ist, dass über diese zweite Möglichkeit, 606, 866, man niemals irgendwo hört. Aber Henry Gretton Guinness in dem Buch, was wir jetzt besprechen, Martin Luther in dem Buch, das ich bereits letztes Jahr im Oktober besprochen habe, und Alexander Hislop in seinem Buch, was ich vor zwei oder drei Jahren besprochen habe, reden alle drei von der Periode 606 bis 1866. Ich gehe da auch gleich nochmal ganz kurz drauf ein. Wir hatten diesen letzten Absatz mit der päpstlichen Autorität im Grunde schon gelesen. Ich werde da jetzt aber nochmal anfangen, um uns wieder ein wenig reinzubringen, und dann fahren wir fort in der Lesung hier auf Seite 12. Ich hoffe, dass ihr alle eure PDFs bei der Hand habt, um mitzufolgen. Ansonsten könnt ihr über den geteilten Schirm von Skype hier natürlich der Lesung soweit, hoffe ich, gut folgen. Dann fangen wir jetzt mal an. Die päpstliche Autorität, sagt der Autor, machte bis zum Ende des 6. Jahrhunderts keine großen Fortschritte über die Grenzen Italiens hinaus. Zu dieser Zeit war der berühmte Gregor der Erste ein talentierter, engagierter und ehrgeiziger Mann, Bischof von Rom. Er steht am Schnittpunkt der antiken und mittelalterlichen Geschichte, und sein Einfluss wirkte sich deutlich auf das Wachstum des lateinischen Christentums aus. In seiner Korrespondenz, die wir ja gelesen hatten, unter anderem seinen Brief an den Kaiser Moritz
Und im Schriftverkehr mit anderen Bischöfen und mit den Herrschern Westeuropas, mit denen er ständig in Verbindung stand, stellte er seine eigene Position sehr hoch. Behauptungen, die bisher nur gelegentlich vorgebracht wurden, wurden nun systematisch vorangetrieben und durchgesetzt. Ein oft angebrachtes Thema betraf die Macht, welche den Bischöfen Roms durch den Besitz der Schlüssel zum Himmelreich, die Petrus und seinen Nachfolgern anvertraut waren, verliehen wurde. Die Schlüssel zum Himmelreich wurden Petrus und seinen Nachfolgern anvertraut in Matthäus Kapitel 16, Vers 18. Ich gehe hier nicht weiter darauf ein, sondern verweise hier auf meine Buchlesung von Martin Luther, das Buch, das er veröffentlicht hat an dem Tag, als das Konzil von Trient 1545 eröffnet wurde. Das Papsttum zu Rom vom Teufel gestiftet. Die Playlist ist hiermit bei und die findet ihr auch in der Beschreibungsbox dieses Videos. Dann könnt ihr euch das selbst anschauen. Martin Luther geht viele, viele Seiten über dieses Thema oder auf dieses Thema ein und bespricht die falsche Auslegung von Matthäus 16, Vers 18 und auch in Matthäus 18, da komme ich jetzt augenblicklich nicht auf den Vers, ebenso, wo der Papst das eben für sich falsch auslegt. Die gotischen Nationen, fährt der Autor fort, waren zu unwissend, um die Haarspaltereien, die Sophistik und Kasuistik dieses klugen und entschlossenen Priesters zu entwirren, und sie erlaubten ihm, eine Art Aufsicht über ihre kirchlichen Angelegenheiten zu übernehmen. Sein Nachfolger, also von Gregor dem Ersten oder Gregor dem Großen, sein Nachfolger, Antichrist Bonifatius der Dritte, trug diese Ansprüche noch höher. Er war der Letzte der Bischöfe von Rom und der Erste der Päpste. Und genau darum ging es, was wir letztes Mal gelesen hatten. Nun, der Autor spricht auch darüber, aber nicht ganz so ausgebreitet, und das werden wir jetzt sehen. Was sagt denn Henry Gretton Guinness weiterhin zu dem Thema, was wir letzte Woche lang und breit erklärt haben? Zu seiner Zeit, also Bonifatius III., wurde der Anspruch auf die Vorherrschaft über alle anderen Bischöfe nicht nur erhoben, sondern auch von der weltlichen Macht, also dem Kaiser, anerkannt und durch ein kaiserliches Edikt bestätigt. 607 nach Christus erklärte der niederträchtige Usurpator Phokas schließlich, seinen eigenen egoistischen Zwecken zuträglich, Antichrist Bonifatius dem Dritten zum Oberhaupt über alle Kirchen der Christenheit. Er erklärte ihn zum Antichristen. Er hat genau das getan, wovor Gregor gewarnt hat, der gesagt hat, wenn ein Bischof diesen Titel trägt oder sich so nennen lässt, Bischof der Bischöfe, dann ist er ein Vorläufer des Antichristen. Genau so hat Gregor das in seinem Brief an Kaiser Moritz, den Vorgänger von Kaiser Phokas, geschrieben. Was passiert? Gregor ist weg, Bonifaz III. Kommt, Moritz ist weg, Phokas kommt und Phokas macht genau das, wovor Gregor gewarnt hat, und er nennt Bonifatius III. Zum Oberhaupt über alle Kirchen der Christenheit, des Katholizismus, müssen wir das natürlich verstehen. Er erklärt Bonifaz III. Zum Oberhaupt aller Kirchen im westlichen Römischen Reich und zum Oberhaupt aller Kirchen im östlichen Römischen Reich. In Rom steht bis heute ein Pfeiler, der zur Erinnerung an dieses wichtige Zugeständnis errichtet wurde. Dies war eine gewaltige Erhebung, der erste Aufstieg auf der Leiter, die die Bischöfe Roms vom demütigen Pastorat einer Ortskirche zum mächtigsten Thron Europas führte. Aber alles, was behauptet oder gewährt wurde, war einfaches Episkopat, also Bischoftum, wenn auch von universeller, sprich katholischer Art. Es gab zu dieser Zeit keinen Gedanken an eine säkulare Regierung. Doch damit, wer hätte es anders erwartet, nicht genug. Diese höchste bischöfliche Gerichtsbarkeit führte zu ständigen Eingriffen des römischen Bischofs in die Angelegenheiten der verschiedenen Nationen des Christentums und zu immer höheren Ansprüchen an die Autorität in weltlichen und kirchlichen Angelegenheiten, bis 500 Jahre später, in der Zeit 1073 nach Christus im 11. Jahrhundert, Papst oder Antichrist Gregor VII. Hildebrand einen weiteren
großen Schritt vorwärts tat. Er gründete eine Theokratie auf Erden. Nun, die Menschen, die Joggler 66 einige Zeit bereits verfolgen, die haben meiner Lesung von Die verborgene Geschichte der Jesuiten wahrscheinlich gut angehört und haben auch eventuell auf meinem Zweitkanal die Lesung von Griesingers Buch über die Ordensgeschichte bis 1866 verfolgt, wo ich in Detail darauf eingegangen bin, auf den Zustand, den die Jesuiten im 16. und 17. Jahrhundert in Paraguay eingeführt hatten, den man im Allgemeinen kennt unter dem Namen die Reduktionen von Paraguay. Und dort, das hat sich bei der Lesung von Griesinger am deutlichsten herausgestellt, dort haben die Jesuiten es geschafft, einen Gottesstaat zu errichten. Einen Staat zu errichten, in dem es überhaupt gar keine säkulare Regierung gab, die sie kontrollieren mussten, weil sie von vornherein diese säkulare Regierung abgeschafft haben. Das gab es bei den Indianern gar nicht. Die hatten nur ihren Verwaltungsrat. Und alles, was dieser Verwaltungsrat beschloss, das musste abgesegnet worden durch den örtlichen Provinzial der Jesuiten. Also, sie haben es geschafft, einen Gottesstaat auf Erden zu errichten, und zwar in Paraguay. Nun, warum ist das so wichtig, dass wir da eben mal kurz mental bei stehen bleiben? Weil das genau das Ziel ist der sogenannten Neuen Weltordnung. Nur nicht auf Paraguay reduziert oder, wie es im Dritten Reich passiert ist, auf Deutschland reduziert, wo mit Mithilfe der säkularen Regierung, wie wir aus hinter den Diktatoren inzwischen gelernt haben, ja auch ein Gottesstaat mehr oder weniger errichtet wurde, sondern das Ganze weltweit zu machen. Das weltweit, global, universal, katholisch zu machen, was bis zur Reformation nur in der sogenannten zivilisierten westlichen Welt passiert ist. Das ist die neue Weltordnung. Auf der ganzen Welt den theokratischen Staat einzuführen, den Gottesstaat einzuführen, den es unter dem Antichristen die 1260 Jahre gab aus der Prophezeiung. Deswegen ist diese Prophezeiung so wichtig zu verstehen und so wichtig auch zeitlich richtig zuordnen zu können. Ja? Die neue Weltordnung ist nichts anderes als die alte Weltordnung herstellt auf einer globalen Ebene und natürlich in einer modernen Form. Wir leben ja heute in einer zwischen Anführungszeichen modernisierten, zivilisierten, digitalen Welt, in der Kontrolle noch so viel einfacher ist, doch sicher über das Individuum an sich, als es vor 500 Jahren der Fall war, auch wenn sie damals natürlich ihren Beichtstuhl und dergleichen hatten, um die Leute zu kontrollieren und auszuhorchen. Heute muss man ja nur mal seinen Computer einschalten, und ich rede jetzt noch gar nicht mal von Smartphones und solchen Sachen, sondern nur vom Computer. Und sobald der Computer eingeschaltet ist, wird alles, was du darauf machst, registriert und beibehalten. Die wissen jede E-Mail, die man schreibt, jede Webseite, die man besucht, jeden Film auf YouTube oder sonst wo, den man sich anguckt, und jede andere Aktivität, die man am Computer tätigt. Ja, das wird alles bewahrt. Und warum? Ja, weil früher oder später für die ein oder andere Person das wichtig ist, darauf zuzugreifen. Und wo hat das seinen Anfang genommen? Ja, genau da, wo wir das jetzt in dem Buch Romanismus und die Reformation lesen. Papst Gregor der Siebte, Antichrist Hildebrand, hat eine Theokratie auf Erden damals bereits erstellt. Für die damals bekannte Zeit in der westlich zivilisierten Welt, in der wir heute auch leben. Ja? Gregor der Siebte war der Erste, der als Vertreter Gottes behauptete, Vicarius Filii Dei, ein offizieller Titel, den jeder Papst trägt, über allen Königen der Welt zu stehen. Dieser stolze und sich selbst verherrlichende Mensch strebte und strebte erfolgreich, nicht nur danach, die geistige Macht von jeglicher Kontrolle durch den Staat zu emanzipieren, ihm nicht nur absolute Unabhängigkeit zu sichern, sondern auch die weltliche Macht der Fürsten, der geistigen Macht der Priester zu unterwerfen, und so in Rom in seiner eigenen Person und in der Nachfolge der römischen Pontifexe einen absoluten und höchsten Herrscher der Welt
zu etablieren. Sich selbst. Noch hat er diese neue und verblüffende Doktrin nur als Theorie dargelegt. Mit Wagemut und Kühnheit exkommunizierte er den deutschen Kaiser Heinrich IV., befreite seine Untertanen von der Lehnstreue zu ihm und verbot ihnen, ihm als Herrscher zu gehorchen. Es gelang ihm tatsächlich, den Kaiser demütigende Zugeständnisse abzuverlangen, und doch schenkte dieser sein Reich später einem anderen. Er befreite seine Untertanen von der Lehnstreue zu ihm und verbot ihm, ihn als Herrscher zu gehorchen. In einer Fußnote lesen wir hier, und das kommt aus Millmans Buch History of Latin Christianity, also die Geschichte der lateinischen Christenheit oder des lateinischen Christentums, wobei wir immer berücksichtigen müssen, Henry Grattan Guinness hat jedes Buch, das er hier zitiert, auf seinen Vorträgen in Exeter Hall damals mit beigehabt und hat aus diesen Büchern diese Zitate herausgeholt und zitiert und vorgelesen. Und wir lesen hier aus Millmans Geschichte des lateinischen Christentums auf Band 4, Seite 121, folgendes Zitat. Deshalb, das sind also hier die Worte des Antichristen Hildebrand, Gregor des Siebten, im Vertrauen auf die Gerechtigkeit und Barmherzigkeit Gottes und seiner gesegneten Mutter, der immer gesegneten Jungfrau Maria, auf ihre Autorität, die des heiligen Petrus und Paulus, exkommunizierte und binde in den Fesseln des Anathems, oben genannten namens Henry und all seinen Anhängern. Von Seiten Gottes des Allmächtig verbiete ich ihm die Regierung von ganz Deutschland und von Italien, also das Heilige Römische Reich. Ich entziehe ihm alle königliche Macht und alle königliche Würde. Ich verbiete jedem Christen, ihm als König zu gehorchen. Ich entbinde alle, die ihm Treue geschworen haben oder Eide zu seiner Souveränität geleistet haben, von diesen Eiden oder Schwüren. Ende Zitat. Ich könnte jetzt natürlich die nächste halbe Stunde damit verbringen, diesen Artikel auseinander zu rupfen. Aber ich habe mir etwas anderes vorgenommen, deswegen habe ich hier eine kleine Meldung, eine Notiz reingeschrieben über einen Wikipedia-Artikel. Wir sprechen hier in diesem Fall über Kaiser Heinrich V. und Papst Gregor VII. Über den berühmten Gang nach Canossa, den sicher der eine oder andere schon mal gehört hat. Nur viele Leute haben zwar den Gang nach Canossa gehört, aber überhaupt keine Ahnung, worum es dabei geht. Also, lesen wir mal eben den Wikipedia-Artikel. Der Wikipedia-Artikel ist in diesem Fall gar nicht schlecht. Da steht natürlich nicht alles drin und was ich da eventuell noch anfüllen möchte, werde ich dann noch anfüllen, aber ich möchte euch eben einen Teil dieses Wikipedia-Artikels vorlesen, dass wir gut verstehen, was Papst oder Antichrist Gregor VII. Absicht war, hiermit zu erreichen. Als Gang nach Canossa bezeichnet man den Bitt- und Bußgang König Heinrichs IV., von Dezember 1076 bis Januar 1077 zu Antichrist Papst Gregor VII. Zur Burg Canossa, wo dieser als Gast der Markgräfin Mathilde von Tutzien verweilte. Dies war notwendig geworden, nachdem Heinrich IV. Im Zuge des Investiturstreits exkommuniziert worden war. Er soll 3 Tage lang kniend um Einlass gefleht haben, und dafür gibt es verschiedene geschichtliche Quellen. Und in der Hinsicht ist das ein Fakt. Es steht hier zwar, er soll, aber es ist ein geschichtlich bewiesener Fakt, dass der Papst ihn 3 Tage in Eiseskälte vor dem Schloss hat frieren lassen, bevor er ihn eingelassen hat. Im heutigen Sprachgebrauch wird ein als erniedrigender empfundener Bittgang im übertragenen Sinne als Gang nach Canossa bezeichnet. Nun, der Gang nach Canossa war ein Höhepunkt des Investiturstreits. Im 11. und 12. Jahrhundert stritten Kaiser und Papst um das Verhältnis von weltlicher und geistlicher Macht und um die Rolle der Reichskirche. Vordergründig ging es dabei um das Recht der Investitur, der Einsetzung von Bischöfen und Äbten in ihre Kirchenämter. Die Inhaber dieser Ämter übten zugleich höchste Funktionen im Staatsapparat des Kaiserreichs aus.
Also, um das mal eben deutlich zu machen für die Menschen, die nicht mit dieser Geschichte tagtäglich sich beschäftigen und manche Dinge vielleicht zum ersten Mal hören. Wir haben eine weltliche Gewalt präsentiert durch den römischen Kaiser, in diesem Fall Heinrich IV. Wir haben eine spirituelle Gewalt, in diesem Fall repräsentiert durch den Antichristen Papst Gregor VII. Wie wir von Luthers Arbeit wissen, dass er 1520 geschrieben hat an den deutschen Adels für des christlichen Standes Besserung, wissen wir, dass die spirituelle Macht für sich die Macht annimmt, dass sie über der weltlichen Macht steht. Dass der goldene Schlüssel im vatikanischen Emblem, in dem Logo, wo wir den goldenen und den silbernen Schlüssel verbunden mit einem Band auf der gelben und weißen Flagge haben, dass der goldene Schlüssel über dem silbernen Schlüssel liegt und dass damit die spirituelle Macht über der weltlichen Macht steht. Das ist ein Investiturstreit. Das heißt, wenn die spirituelle über der weltlichen Macht steht, dann kann die weltliche Macht keine spirituellen Ämter einsetzen. Mit anderen Worten, der Kaiser hat nicht das Recht, einen Bischof zu benennen. Und genau darum ging es, ja, unter anderem in diesem Fall, um das jetzt mal ein wenig verständlich und nicht allzu ausgeweitet zu halten. Da geht's im Grunde drum. Später kommen wir auch noch dazu, wie das heute in der Welt in einigen Staaten abläuft. Aber erstmal soweit hierzu. Die Inhaber dieser Ämter übten zugleich höchste Funktionen im Staatsapparat des Kaiserreichs aus, die Bischöfe zum Beispiel. Wir müssen uns ja davon bewusst sein, dass die Bischöfe im Grunde die Schattenregierung bilden oder die Bistümer bilden die Schattenregierung eines Landes. So wie ein Land unterteilt ist in Gemeinden und dann in Landkreise und dann ein Bundesland und dann die Bundesländer im Bund sich zusammenfinden. Genauso haben wir eben auch die Diözesen, die unterverteilt sind in die verschiedenen Vikardistrikte. Und Gemeinden und dann haben wir ganz unten halt die Gemeinde und den Priester. Und das ist genau die gleiche hierarchische Pyramidenstruktur im Geistlichen, wie wir sie eben auch im Weltlichen haben. Und da die Geistliche über der weltlichen Macht steht, kann ja wohl die weltliche Macht nicht ein geistiges Amt besetzen oder einsetzen. Und genau darum geht dieser Streit. Die Bannung König Heinrichs IV., Henry, wie wir ihn auch nannten. Antichrist Papst Gregor VII. Mit bürgerlichem Namen Hildebrand war 1073 durch Akklamation des Volkes ins Amt gekommen. Das heißt, unter Missachtung des Papstwahldekrets von 1059, das eine Wahl durch die Kardinäle vorsah. Mit anderen Worten, dieser Hildebrand wurde vom Volk als Papst gewählt und nicht von der Kurie. 2 Jahre später spitzte sich der Investiturstreit zu. Die Opposition gegen Antichrist Gregor VII. Verübte am Weihnachtstag 1075 sogar einen Anschlag auf den Papst, der missglückte. Kurz zuvor hatte Gregor am 8. Dezember 1075 ein im scharfen Ton abgefasstes Mahnschreiben wegen der Mailänder Angelegenheit an Heinrich gesandt. Über die Mailänder Angelegenheit, da kommen wir gleich noch drauf. Dieser antwortete in einer für ihn sehr günstigen politischen Lage am 24. Januar 1076 auf der Reichssynode in Worms mit einer Gehorsamsaufkündigung der deutschen Bischöfe. Was heißt denn das hier? Hier sagt die weltliche Macht, alle römisch-katholischen Bischöfe in Deutschland entziehen dem Papst sein Gehorsam. Wow. Das ist mal ein Kaiser mit Eiern in der Hose, ne? Könnte man heute leicht sagen. Zugleich verlangte dieser Kaiser vom Papst, den er ganz bewusst mit seinem Taufnamen Hildebrand anredete, die Abdankung. Das heißt, er entehrt ihn, sage ich jetzt mal so zwischen Anführungszeichen damit bei, auch noch dadurch, dass er ihn nicht so eure Heiligkeit, heiliger Vater und was weiß ich nicht alles nennt, sondern nennt ihn einfach Hildebrand. Ja? Und sagt, ey, Hildebrand, mach dich weg vom Thron. Und dafür, dass du das machst, nehme ich dir schon mal die ganze Macht in Deutschland. Denn wenn alle Bischöfe in Deutschland dir den Gehorsam aufkündigen, dann hast du in Deutschland nichts mehr zu melden.
Auf der römischen Fastensynode wurde dieses Schreiben des deutschen Kaisers oder Königs in diesem Fall hier zur Entrüstung der Anwesenden verlesen und Gregor der Siebte reagierte mit Exkommunikation Heinrichs. Tja, was ist denn die Exkommunikation? Das hatten wir gerade bereits hier bei Henry Krettengenes gelesen. Dieses Schreiben hier ist die Exkommunikation, wo Henry Krettengenes uns das hier wiedergibt. Im Vertrauen auf die Gerechtigkeit und Barmherzigkeit und so weiter, exkommuniziere und binde in den Fesseln des Anathemas, also des Fluches, ja, der Kirchenbann, das ist das Anathema. Genau das hat Henry Krettengenes hier bereits besprochen, was wir hier jetzt bei Wikipedia nachlesen. Ja. Dies bedeutete eine spirituelle und politische Handlungsunfähigkeit für den König. Also auf der einen Seite probiert der König oder Kaiser, wir sprechen ja hier über Heinrich den Vierten, da wird ja weiter oben wurde er Kaiser genannt, also nennen wir ihn auch mal weiterhin Kaiser. Erst nimmt der Kaiser dem Papst die Macht dadurch, dass er die deutschen Bischöfe dem Gehorsam gegenüber dem Papst aufkündigt, dass er selber Bischöfe ernennt und sich damit in die spirituelle Macht des Papstes einmischt. Und dann sagt, hier holt der Papst zum Gegenschlag aus, exkommuniziert den Kaiser und erreicht damit eine Handlungsunfähigkeit für den König und vor allen Dingen in spiritueller Hinsicht. Weil in spiritueller Hinsicht waren Heinrich alle kirchlichen Sakramente wie Heirat, Beichte oder Kommunionsempfang verwehrt. Kommunionsempfang, was ist denn das? Wir sprechen hier von der Transsubstantiation. Wir sprechen hier von der Eucharistie. Wir sprechen hier von einem römisch-katholischen Sakrament, das notwendig ist zur Erreichung der Erlösung innerhalb der römisch-katholischen Kirche, außerhalb derer, nach römisch-katholischer Lehre, es überhaupt keine Erlösung gibt. Ja? Also, diesen Jesus-Keks, wie ich das im Englischen von Tom Fress gelernt habe, dass man das auch als Protestant gerne mal ein wenig scherzend nennt, ja, wodurch die Transsubstantiation die ganze Göttlichkeit und Menschlichkeit, die Seele, das Fleisch, das Blut von Jesus Christus mit den Worten hoc est corpus enim meum in dieses Brot verwandelt wird, dieses Opfer noch annehmen zu können, wird dem Kaiser durch die Exkommunikation genommen. Und jetzt stellt euch mal vor, der Papst exkommuniziert nicht nur den König oder Kaiser eines Landes, sondern er exkommuniziert das ganze Land. Dann nimmt er einem jeden Bürger genau diese Möglichkeit, an dieser Kommunion, an dieser Eucharistie teilzunehmen, die natürlich in der römisch-katholischen Kirche eine ganz andere Bedeutung hat als in der Bibel. Weil in der Bibel hat Jesus Christus gesagt, nehmt dieses Brot, brecht es in meinem Namen, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, für diesen neuen Vertrag, für das Neue Testament und tut dies in Erinnerung an mich. Und auf dem späteren Konzil von Trient von 1545 bis 1563 hat die römisch-katholische Kirche ex cathedra unfehlbar beschlossen, dass jeder, der den Zusatz gebraucht, das tue ich in Erinnerung an Jesus Christus, das ist keine wirkliche Umsetzung dieses Brotes in den Leib, die Seele, die Göttlichkeit, die Menschlichkeit, das Fleisch und das Blut Jesu Christi, der ist verflucht, der das macht. Das wurde im Konzil von Trient später festgesetzt. Da kommen wir später vielleicht nochmal hin. Aber ich finde es hier eben kurz wichtig, um darauf einzugehen, dass hier dem Kaiser Heinrich dem IV. Alle kirchlichen Sakramente, wie unter anderem Heirat, Beichte und eben auch die Kommunikation, die Kommunion verwehrt wurde. Nun, warum ist das wichtig? Heiraten tut er wahrscheinlich nicht jeden Tag, ne? Beichten tut er vielleicht einmal in der Woche oder einmal im Monat. Aber Kommunion, das nehmen solche Leute sehr, sehr regelmäßig. Und wenn sie halt katholisch sind und diesen Hokuspokus glauben und das nicht mehr tun können, dann tut das natürlich eine ganze Menge mit ihrer Seele. Das ist der Punkt, weshalb ich das hier eben so kurz ausweite. Die hohen geistlichen Bischöfe und Äbte in Heinrichs Umfeld erkannten dies jedoch nicht an, da sie den Papst als obersten Bischof überwiegend ablehnten. Also sie schlugen sich auf die Seite des Kaisers, haben seine Exkommunikation nicht anerkannt und haben ihm trotzdem weiterhin die kirchlichen Sakramente zugedient.
Zugleich löste Gregor der Siebte auch alle Treueeide, jetzt wird's interessant, die Heinrichs Untertanen, also das ganze Volk, an den König banden, so dass Heinrich als König abgesetzt war. Durch die Bannung wurde Heinrich die Macht nicht sofort, sondern Stück für Stück und als Folge innerstaatliche Unruhen entzogen. Ja, auf einmal fühlt sich niemand in dem Land Deutschland, wir hatten ja damals das Land Deutschland noch nicht, aber in dem Heiligen Römischen Reich auf späterem oder später sogenannten deutschen Gebiet, all die Leute waren auf einmal nicht mehr an ihren König gebunden. Das ist genau das Gleiche, als ob man morgen in Deutschland sagt, hey, ihr seid alle nicht mehr gebunden an die Merkel. Wäre das nicht schön, sollte das mal einer machen. Na, dann ist man halt nicht mehr gebunden an die Regierung. Man muss der Regierung auf einmal nicht mehr gehorchen. Das ist das, was der Papst hier sagt. Er ruft im Grunde auf zu einer Rebellion, zu einer Revolution, um zu sagen, euer König, euer Kaiser gehorcht mir nicht. Darum müsst ihr ihm nicht gehorchen. Sorgt dafür, dass der wegkommt. Und dann setze ich einen neuen ein und dem dürft ihr wieder gehorchen, weil der gehorcht mir. Da geht's im Grunde drum. Durch den Partikularismus im deutschen Reichsteil oder im deutschen Reichsteil hatte der weltliche Adel gegenüber Heinrich IV. Machtpositionen aufgebaut, die weit über seine Lehnsrechte hinausgingen. Eine wie auch immer geachtete Schwächung Heinrichs IV. Hätte aus ihrer Sicht eine weitere Schwächung der Zentralgewalt dargestellt und ihre partikularistischen Interessen vorangetrieben. In diesem Sinne ist der Investiturstreit auch ein Meilenstein in der jahrhundertelangen Auseinandersetzung zwischen Zentralgewalt und den zentrifugalen Kräften, das heißt dem Adel, der Feudalherrschaft, der beharrlich daran arbeitete, sich in dem vom König zu lehen gegebenen Fürstentümern auf Dauer festzusetzen, um so die Lehnsherrschaft des Königs abzuschütteln. Der Adel baute im Lauf der Zeit die Gebiete, mit welchen er als finanzielle Grundlage ihrer Ämter eigentlich nur zeitlich begrenzt belehnt wurde, durch die Installierung einer eigenen Verwaltung und Bürokratie mit Ministerialen zur dynastischen Territorien aus und entzog diese Amtsgebiete und die mit denen verbundenen Ämtern dem eigentlichen Lehnsherrn, dem König. Das bedeutete für den König den Verlust der Gewalt über die freie Vergabe der höchsten Staatsämter sowie den Verlust der Finanzmittel und der sicheren militärischen Gefolgschaft aus diesen Gebieten. Ja, wenn ich als König oder Kaiser einen Verlust der Gewalt über die freie Vergabe der höchsten Staatsämter habe, das heißt, wenn ich die höchsten staatlichen Positionen nicht mehr besetzen kann, habe ich ja nichts mehr zu sagen, oder? Das ist eine Machtwegnahme, die hier passiert ist. Der Investiturstreit, also über das Einsetzen von Bischöfen, zwischen König und Papst um das in Deutschland vorherrschende sogenannte Reichskirchensystem bot ihnen die Gelegenheit, mit einem Schlag ihre Interessen sehr weit voranzutreiben. Nach dem Motto, wenn zwei streiten, freut sich der Dritte. Der Kaiser und der Papst streiten sich und die Fürsten gehen mit der Beute laufen. Das Reichskirchensystem bedeutete die regelmäßige Einsetzung gebildeter und zölibatärer, also nicht dynastisch orientierter Adliger in hohe Staats- und Kirchenämter sowie in Zepterlehen, aus welchen diese sich finanzierten. Dennoch räumten die Fürsten auf der Reichsversammlung von Tribur im Oktober 1076 König Heinrich die damals übliche Frist von einem Jahr und einem Tag ein, um sich vom Bannspruch des Papstes zu lösen. Also, sie drohen und geben ihm die Möglichkeit, innerhalb eines Jahres beim Papst zu Kreuze zu kriechen. Bis zum 2. Februar 1077 und nach anderer Quelle bereits am Tag der Heiligen Drei Könige, am 6. Januar 1077, sollte Heinrich sich vom Bann befreien und sich in Augsburg dem Urteil des Papstes unterwerfen. Was ist denn nun die eigentliche Bußhandlung auf der Burg Canossa? Muss man sich mal vorstellen, wie das damals abgelaufen ist. Um seine volle Handlungsfähigkeit wiederzuerlangen, zog der damals 26-jährige Heinrich IV. Dem Papst nach Italien entgegen. Die südlichen Herzöge versperrten ihm allerdings die von ihnen kontrollierten einfachen Alpenübergänge, so dass Heinrich den weiten und gefährlichen Umweg über Burgund in Frankreich und den Mont Cenis nehmen musste. Der anstrengende Alpenübergang wurde von dem Geschichtsschreiber Lampert von Hersfeld, einem Anhänger des Papstes, in seinen Annalen wie folgt beschrieben. Zitat:
Sie krochen bald auf Händen und Füßen vorwärts. Bald stützten sie sich auf die Schultern ihrer Führer. Manchmal, auch wenn ihr Fuß auf dem glatten Boden ausglitt, fielen sie hin und rutschten ein ganzes Stück hinunter. Schließlich gelangten sie doch unter großer Lebensgefahr in der Ebene an. Die Königin und die anderen Frauen ihres Gefolges setzten sie auf Rinderhäute und zogen sie darauf hinab. Ja, Heinrich der Vierte hat seine Frau und Kinder mitgenommen auf den Gang nach Canossa. Heinrich und Gregor trafen schließlich auf der Burg Canossa der Mathilde von Tuszien aufeinander. Lampert von Hersfeld beschrieb die Bußhandlung des Königs so, Zitat, hier stand er nach Ablegung der königlichen Gewänder ohne alle Abzeichen der königlichen Würde, also mit anderen Worten nackt, ohne die geringste Pracht zur Schau zu stellen, barfuß und nüchtern, vom Morgen bis zum Abend. So verhielt er sich am zweiten, so verhielt er sich am dritten Tage. Endlich, am vierten Tag, wurde er zu Gregor vorgelassen und nach vielen Reden und Gegenreden wurde er schließlich vom Bann losgesprochen. Nun, hier möchte ich eine Sache anhängen, die ich von Tom Fress gelehrt habe, der ja viel mehr Bücher in dieser Hinsicht gelesen hat als ich und von dem ich solche Weisheiten immer gerne annehme. Und er meinte, dass es Geschichtsaufzeichnungen davon gäbe, dass König Heinrich vor dem Papst niedergekniet war, um Vergebung für seine Taten, möchte ich jetzt mal sagen, zu bitten. Und der Papst hat ihm seinen Fuß auf das Genick gesetzt und damit deutlich gemacht, wer die Macht im Staate hat. Dass der Papst einem Kaiser und König die Krone gibt und die Krone, die er ihm gibt, ihm auch wieder nehmen kann und dass er die Macht hat, ihn zu erniedrigen, wie es ihm in den Sinn kommt. Ja? Gregor kniet vor dem Papst und der Papst streckt seinen Fuß aus und setzt den Fuß auf sein Genick und sagt, siehe, wer hier die Macht hat. Das mehrtägige Ausharren im Büßerhemd vor der Burg zwischen dem 25. und 28. Januar 1077, um den Papst zur Aufhebung des kirchlichen Bannes zu bewegen, stellt aus mittelalterlicher Sicht nur eine formale Bußhandlung dar, welche gebräuchlich und streng formalisiert war. Die sehr drastische und bildhafte Darstellung in der einzigen ausführlichen Quelle bei Lampert von Hersfeld wird allerdings von der neueren Forschung als tendenziös und propagandistisch bewertet. Natürlich wird das hier alles als politisch korrekt in der Zukunft dargestellt, da Lampert Parteigänger des Papstes und der Adelsopposition war. Die zweite wichtige Quelle zum Gang nach Canossa stammt von Papst Gregor VII. Selbst. Dieser verbreitete seine Version der Ereignisse in einem Brief an alle Erzbischöfe, Bischöfe und sonstigen geistlichen Funktionsträger des Reiches. Nach der Darstellung Lamperts war der ganze Akt im Voraus langwierig ausgehandelt und sein Ablauf festgelegt worden, eine bei der Didizio durchaus gängige Praxis der politischen Kommunikation im Mittelalter. Heinrich IV. Erlangte durch Aufhebung des Bannes einen Großteil seiner Handlungsfreiheit zurück, hatte letztendlich also sein Ziel erreicht. Soweit dieser Artikel. Gehen wir zurück zum Buch Romanismus und die Reformation aus prophetischer Sicht von Henry Gretton Guinness. Dieser Papst Gregor VII. Hildebrand verwandelte das Bistum in Rom in eine universelle und unbegrenzte Monarchie. Und die Herrscher Europas konnten sich seiner beispiellosen Machtergreifung nicht widersetzen. Er etablierte auch ein unverhohlenes und unumgängliches System der Gewaltherrschaft über die Landeskirchen in anderen Ländern, indem er vorschrieb, dass kein Bischof der katholischen Kirche in die Ausübung seiner Funktion eintreten solle, bis der Papst seine Auswahl bestätigt hat, also ohne dass den Akkord des Papstes, kein Bischof in seinem Amt. Ein Gesetz von weitreichender und enormer Bedeutung, durch das Rom vielleicht mehr als durch jedes andere Mittel über Jahrhunderte hinweg seine weltliche Macht und seinen kirchlichen Einfluss aufrechterhalten hat. Ja, hier habe ich nicht wirklich einen Kommentar, aber hier habe ich einige Links.
die interessant sein können, um sich mal anzuschauen. Hier geht es nämlich darum, dass China seine eigenen Bischöfe ernennt. Es ist nämlich, ja, wie wir hier lesen können, in dem Satz, dass er seine weltliche Macht und seinen kirchlichen Einfluss aufrechterhalten hat, dass er diesen auch noch heute aufrecht hält. Und China ist eins der moderneren Beispiele dafür. Da gibt es hier 1, 2, 3, 4, 5 Artikel, die ich rausgesucht habe. Die kann man sich alle mal anschauen. Ich weiß nicht, ob ich die in die Beschreibungsbox des Videos hier mit reintun werde. Auf jeden Fall werden die Links später in dem Buch normalerweise damit bei sein. Und dann kann man sich das selbst anschauen und selbst nachlesen. Das ist, was heute mit China ist. China ist ja, viele Leute wissen das nicht, auch Jesuiten kontrolliert. Na, ist ja kommunistisch. Und wer hat den Kommunismus erfunden? Da muss ich ja jetzt nicht mehr drauf eingehen. Aber es gibt natürlich immer so diese Theaterspielereien, die die machen. Und hier wird eben halt behauptet, dass China eigene Bischöfe einsetzen will und dass diese eigenen Bischöfe natürlich vom Papst dann nicht anerkannt sind. Aufgrund dieses Investiturstreits, den wir hier bereits beim Gang von Canossa hatten. Wir sind inzwischen 1000 Jahre weiter und trotzdem gibt es immer noch weltliche Herrscher, die sich in der Hinsicht mit dem Papst anlegen wollen. Entschuldigung. Und heutzutage ist das hauptsächlich in China der Fall. Aber das kann man dann selber nachschauen mit den Links. Viele der ständigen Streitigkeiten, fährt der Autor fort, zwischen unseren eigenen frühen englischen Königen und den Päpsten Roms, sowie viele ähnliche Fäden auf dem Kontinent, entstanden aus dieser flagranten Ergreifung nationaler Rechte und der Unterwanderung nationaler Freiheiten. Sie nahmen den Kirchen praktisch die Macht, ihre eigenen Bischöfe zu ernennen und stellte sie unter einen fremden Herrscher. Der Klerus aller Nationen war zu dieser Zeit vom Papsttum versklavt und indem dieser Klerus den Bullen der Exkommunikation gehorchte, verlieh er seinen Verboten Wirkung. Er legte dem Papst damit einen Hebel in die Hand, um die Welt zu lenken. Während eines Interdikts, also eines Kirchenbannes, ja, wurden alle Kirchen in einem Land geschlossen. England hat das damals mitgemacht nach dem Nachlauf der Magna Carta mit König Johannes, King John, wie er da heißt. Glocken schwiegen. Die Toten bleiben unbegraben. Es konnten keine Messen abgehalten werden, keine Riten außer denen der Taufe und der letzten Ölung durften vollzogen werden. Dieser Zustand war für ein abergläubisches Zeitalter und auch ein abergläubisches Land so schrecklich, dass die Monarchen dadurch im Grunde gezwungen waren, nachzugeben, damit sich ihr Volk nicht auflehnt, was ich vorhin meinte mit der Rebellion oder Revolution. Diese Exkommunikation des Königs oder Kaisers ist im Grunde von dem Papst ein Aufruf an das Volk, sich aufzulehnen und diesen ungehorsamen Führer, König, Kaiser oder was auch immer, umzuwerfen. Das Ergebnis jedes solchen Verbots war eine Zunahme der Macht des Papsttums und sie brachten bald alle noch so widerspenstigen Herrscher in Europa zur Vernunft. Als die Prinzipien von Antichrist Gregor dem VII. Ein Jahrhundert lang umgesetzt wurden und die Macht auf den Hälsen der Könige zu trampeln, deswegen mein Einwurf vorhin, dass der Papst auf dem Hals des Königs getrampelt hat, um deutlich zu machen, wer hier die Macht hat, von den Kirchenmännern als ein dem Papsttum innewohnendes Recht angesehen wurde, erreichte der stolze Geist der päpstlichen Aggression seinen Höhepunkt. Die Zeit des Höhepunkts könnte auf das Pontifikat von Innozenz dem III. 1198 nach Christus zurückzuführen sein. Die führenden Ziele, die die römischen Päpste seit Jahrhunderten ständig verfolgt hatten, schienen endlich erreicht zu sein. Unabhängige Souveränität, absolute Vorherrschaft über die christliche Kirche und volle Kontrolle über die Herrscher von Europa. Da sind wir heute auch nicht mehr weit von entfernt, nicht wahr? Der Historiker Hallam sagt über diesen Mann, also Innozenz den Dritten. Dass ein Antichrist überhaupt sich unschuldig mit Namen nennt, ist schon mal die größte Blasphemie meines Erachtens. Der Historiker Hallam sagt über diesen Mann, Zitat,
Er war über alle seine Vorgänger, vielleicht über alle seine Nachfolger hinaus beeindruckend. Auf allen Seiten brach der Donner Roms über die Köpfe der Könige und Fürsten herein. In einer Fußnote lesen wir hier: Die drei großen Herrscher Westeuropas, die Könige von Deutschland, Frankreich und England, hatten ihre Reiche unter päpstlichem Verbot, also Interdikt, erlebt, sich selbst unter den Zeichen der Exkommunikation. Aber die päpstliche Macht unter Innozenz strebte nicht nur danach, den die Erhabensten zu demütigen. Kaum eines der kleineren Königreiche war nicht schon gelehrt worden oder wurde nicht bald gelehrt, die schreckliche Majestät des Papsttums zu spüren. Vom Nordmeer bis Ungarn und von Ungarn bis zur spanischen Atlantikküste übt Innozenz das aus, was die Sprache der schützenden oder elterlichen Autorität erfordert, was aber in den meisten Fällen von dem schrecklichen Interdikt ebenfalls beansprucht wird. Ende Zitat. Wieder mal aus Milmans History of the Latin Christianity. So, wo war die Fußnote? Hier. Das habe ich nicht farblich angestrichen. Hier. Er exkommunizierte Sveno, König von Norwegen. Er drohte dem König von Ungarn, wir sprechen immer über Innozenz den Dritten hier, die Nachfolge zu ändern, stellte das Königreich Kastilien, also einer Provinz in Spanien, unter ein Interdikt, und als sich Philipp Augustus von Frankreich auf Bitten Innozenz hin weigerte, seine zuvor verstoßene Frau zurückzunehmen, zögerte er nicht, die ganze Nation zu bestrafen, indem er Frankreich ebenfalls unter die gleiche gefürchtete Strafe stellte, bis ihr König sich demütig dem Papst unterwarf. König Johann von England und Philipp II. Von Aragonien waren beide gezwungen, ihre Königreiche niederzulegen und sie als geistigen Lehen vom römischen Papst zurückzuerhalten, der auch das Recht beanspruchte, die Wahl der deutschen Kaiser durch seine Bestätigung oder sein Veto zu entscheiden. Ja, ich hatte ja gerade eben schon von King John gesprochen, zur Zeit Magna Carta. Das ist der Fall, den Henry Grattan Guinness hier anholt. Zitat: Der Zenit der päpstlichen Herrschaft erstreckt sich vom Pontifikat Innozenz des Dritten bis hin zu dem des Bonifatius des Achten. Oder anders ausgedrückt, über das ganze 13. Jahrhundert. Rom inspirierte in dieser Zeit den Schrecken ihres antiken Namens. Sie war wieder einmal die Herren der Welt und die Könige der Welt waren ihre Vasallen. Innozenz der Dritte beanspruchte auch das Recht, sich sowohl über das Zivil- als auch über das Kirchenrecht hinwegsetzen zu können, sofern ihm danach war, und Fälle nur aufgrund der Fülle seiner ihm innewohnenden Macht zu entscheiden. Er verzichtete auch auf die Verpflichtung von Versprechungen und Eiden, wodurch die Kraft von Verträgen und Vereinbarungen untergraben wurde. Auch die militärische Macht des Papsttums geht auf diesen Mann zurück, denn die Kreuzzüge hatten ihn im Besitz einer Armee gelassen. Auch die systematische Verfolgung der sogenannten Ketzer begann in diesem Pontifikat, Innozenz des Dritten. Er ist der Vater der Inquisition, Innozenz der Dritte. Siehe hierzu meine Buchlesung von Henry Charles Lear, Geschichte der Inquisition im Mittelalter, Band 1, 2 und 3. Dazu gibt es eine YouTube-Spielliste, auf der im Augenblick leider nur ein einziges Video ist, aus dem einfachen Grunde, weil mir die Lesung des wunderbaren Buches aufgrund von Victors Übersetzung Hinter den Diktatoren dazwischen kam. Ich habe 22 Lesungen bereits aufgenommen von der Buchlesung über die Inquisition, aber erstmal muss ich jetzt Hinter den Diktatoren durcharbeiten und die Lesung ist zwar fertig, aber die Videos müssen hochgeladen werden und ich hoffe, dass ich dann in Kürze anfangen kann, diese Buchlesung von Henry Charles Lear, das in total 2000 Seiten in Beschlag nimmt, komplett hochzuladen und zumindest mit den ersten 22 schon mal anzufangen, die ich schon eingesprochen habe und die Videos schon mit viel Mühe produziert habe, weil da sind auch tolle Bilder mit bei. Also auch die Mühe wert, sich das anzuschauen. Nur mal eben hier nebenbei bemerkt, ja. Über die Inquisition könnt ihr auf meinem Kanal in Englisch lernen. Auf meinem zweiten Kanal lese ich das Buch von Philipp van Limborch. Das ist ein Holländer, der in 1692 das Buch geschrieben hat, History of the Inquisition. Da habe ich schon 35 Teile von hochgeladen, in Englisch. Und in Deutsch habe ich mir halt zur Aufgabe genommen, die drei Bände von Henry Charles Lear,
die Ende des 19. Jahrhunderts geschrieben wurden und insgesamt knapp 2000 Seiten umfassend zu lesen. Und da lernen wir über die Inquisition, die systematische Verfolgung der sogenannten Ketzer. Ja? Das begann halt im Pontifikat von Innozenz dem Dritten, über den wir hier lernen oder lesen. Die Korruption, Grausamkeiten und Annahmen des Papsttums waren so unerträglich geworden, dass sich Proteste in vielerlei Kreisen bemerkbar machten. Diese galt es um jeden Preis zum Schweigen zu bringen. Tja, Proteste bringt man auch heute noch zum Schweigen, ne? Und das wurde mit der Abschlachtung von Ketzern, mit der Absicht auf ihre Auslöschung begonnen. Die Inquisition wurde gegründet. Die Albigenser und Waldenser wurden mörderisch verfolgt und Aberglaube und Tyrannei waren auf ihrem Höhepunkt. Ab diesem Jahrhundert, dem 12. Und 13. hörte die päpstliche Verfolgung der Zeugen für die Wahrheit nie auf, bis zur endgültigen Etablierung des Protestantismus am Ende des 17. Jahrhunderts. In 1294 nach Christus wurde Bonifatius der 8. Papst. Und durch seine überlegene Kühnheit warf er sogar Innozenz den 3., den Vater der Inquisition, in den Schatten. Er verdient es, als der anmaßendste aller Menschen bezeichnet zu werden, bezeugt durch seine gefeierte Bulle Unam Sanctam. Ja, von der habt ihr mich schon öfter mal sprechen hören. Und ich habe mir dann die Mühe gemacht und habe sie auf Katpedia im Wortlaut rausgesucht. Und wir werden diese jetzt eben zusammen lesen. Die Bulle Unam Sanctam im deutschen Wortlaut von Katpedia, also Katholischpedia, was eine katholische Wikipedia-Seite ist, mehr oder weniger. Bulle Unam Sanctam unseres heiligen Vaters Bonifatius des 8. über die Einzigkeit der Kirche und ihre geistliche Vollmacht vom 18. November 1302. Es gibt hier 6 verschiedene Punkte von 870 bis 875. Und die möchte ich euch jetzt alle mal eben vorlesen. Das ist der deutsche Wortlaut dieser päpstlichen Bulle, die heute immer noch Gültigkeit hat. Päpstliche Bullen werden normalerweise nie ungültig. Die einzige Ausnahme, die ich kenne, ist die Bulle, die die Jesuiten verboten hat, weil man die Jesuiten 1814 wieder eingeführt hat mit einer weiteren Bulle. Aber das ist ein anderes Thema. Einzigkeit der Kirche. Was sagt der Papst hierzu? Eine heilige katholische und ebenso apostolische Kirche zu glauben und festzuhalten, werden wir auf Drängen des Glaubens gezwungen. Und diese glauben wir fest und bekennen wir aufrichtig, außerhalb derer weder Heil noch Vergebung der Sünden ist. Ja, das sagt die römisch-katholische Kirche, aber das sagt die Bibel ein wenig anders. Die Bibel sagt, Jesus Christus ist die Wahrheit, der Weg und das Leben und niemand kommt zum Vater außer durch ihn, also ist keine Vergebung der Sünden und kein Heil zu suchen außer in Jesus Christus. Aber die römisch-katholische Kirche formuliert das natürlich anders. Aber entschuldigt, ich gehe jetzt nicht allein schon aufgrund der fortgeschrittenen Zeit, wir haben noch knapp 8-9 Minuten, nicht darauf ein, diese Bulle jetzt auch noch auseinanderzunehmen. Wenn ihr das wollt, dann könnt ihr mir das später in der Besprechungsstunde sagen und dann kann ich das entweder da angehen. Oder aber wir können nächstes Mal die Lesung damit beginnen, dass wir diese Bulle Unam Sanctam nochmals durchlesen und dass ich dann auf die verschiedenen Punkte eingehe und immer einen Vergleich stelle zwischen was sagt der Papst und was sagt die Heilige Schrift. Fahren wir fort. Sie stellt den einen mystischen Leib dar und dieses Leibeshaupt ist Christus. Das Haupt Christi aber ist Gott. In ihr ist ein Herr, ein Glaube und eine Taufe. Eine Arche Noahs gab es nämlich zur Zeit der Sintflut, die die eine Kirche vorausbildete, in einer Elle vollendet hatte, sie einen Führer und Lenker, nämlich Noach. Außerhalb dieser wurde, wie wir lesen, alle Wesen auf der Erde vernichtet. Diese verehren wir aber auch als einzige, denn der Herr sagt im Propheten, rette vor dem Schwert Gott meine Seele und aus der Gewalt des Hundes meine einzige. Für die Seele nämlich, das heißt für sich selbst, zugleich das Haupt und den Leib, hat er gebetet. Den Leib, den er einzige, nämlich Kirche,
nannte wegen der Einheit des Bräutigams, des Glaubens, der Sakramente und der Liebe der Kirche, diese ist jenes nahtlose Gewand des Herrn, das nicht zerrissen wurde, sondern durch das Los zufiel. Die eine und einzige Kirche hat also einen Leib. Ein Haupt, nicht zwei Häupter wie eine Missgeburt, nämlich Christus und den Stellvertreter Christi Petrus und den Nachfolger Petrus, denn der Herr sagt zu Petrus selbst, weide meine Schafe. Meine, sagt er, und zwar allgemein, nicht einzeln diese oder jene, daraus ersieht man, dass ihm alle anvertraut wurden. Wenn also Griechen oder andere sagen, sie seien Petrus und seinen Nachfolgern nicht anvertraut worden, dann müssen sie gestehen, dass sie nicht zu den Schafen Christi gehören. Denn der Herr sagt bei Johannes, es gibt eine Herde, einen und nur einen Hirten. Ja, Hirte ist Herde. Wie gesagt, kann man wunderbar analysieren und zerrupfen diesen Text, aber das ist nicht für heute. Durch die Aussagen der Evangelien werden wir belehrt, dass in dieser ihre Gewalt zwei Schwerter sind, nämlich das geistliche und das zeitliche oder temporäre oder weltliche Schwert. Ja? Und angeführt werden hier Lukas 22, 38 und Matthäus 26, 52. Beide also, Schwerter, ja, sind in der Gewalt der Kirche, nämlich das geistige Schwert und das materielle. Jedoch ist dieses für die Kirche, jenes aber von der Kirche zu handhaben. Jenes in der Hand des Priesters, dieses in der Hand der Könige und Soldaten, aber auf die Zustimmung und Duldung des Priesters hin, weil die geistliche Gewalt über der weltlichen Gewalt ist. Es gehört sich aber, dass ein Schwert unter dem anderen ist und die zeitliche Autorität sich der geistlichen Gewalt unterwirft. Das, was Martin Luther 1520 in seinem Schreiben an den deutschen Adel bereits angekarrt hat, angeklagt hat und das ich auch in der Abspielliste Luther 2017 gelesen habe, könnt ihr darin finden, wird hier von Papst Boniface VIII. Bereits introduziert in einer päpstlichen Bulle in römisch-kanonisches Recht. Dass die geistliche Gewalt jedwede irdische sowohl an Würde als auch an Adel überragt, müssen wir umso deutlicher bekennen, je mehr das Geistliche das Zeitliche überragt. Denn wie die Wahrheit bezeugt, muss die geistliche Gewalt die irdische Gewalt einsetzen und richten, wenn sie nicht gut war. Wenn also die irdische Gewalt abirrt, dann wird sie von der geistlichen Gewalt gerichtet werden. Wenn aber eine niedrigere geistliche abirrt, dann von ihrer höheren. Wenn aber die höchste, dann wird sie allein von Gott, nicht vom Menschen gerichtet werden können, wie der Apostel bezeugt. Der geistliche Mensch richtet alles, selbst aber wird er von niemandem gerichtet. Diese Autorität ist aber, auch wenn sie einem Menschen verliehen wurde und durch einen Menschen ausgeübt wird, keine menschliche, sondern vielmehr eine göttliche Gewalt, die Petrus aus göttlichem Munde verliehen und ihm und seinen Nachfolgern in Christus selbst, den er als Fels bekannt hat, bestätigt wurde. Als der Herr zu Petrus selbst sagte, alles, was du gebunden hast auf Erden, das soll gebunden sein im Himmel und alles, was du gelöst hast auf Erden, das wird im Himmel gelöst sein und so weiter. Matthäus Kapitel 16, Vers 19 folgende. Wer immer sich also dieser von Gott so angeordneten Gewalt widersetzt, ja, Römer 13, genau, widersetzt sich der Anordnung Gottes, ja, ganz wichtiges Kapitel, Römer 13, Vers 2, unglaublich viel missbraucht, unglaublich viel missverstanden, muss man auch mal eine eigene Studie drüber machen. Gut, nochmal eben den Satz im Ganzen lesen. Wer immer sich also dieser von Gott so angeordneten Gewalt widersetzt, widersetzt sich der Anordnung Gottes, wie wir in Römer Kapitel 13, Vers 2 lesen können. Wenn er nicht, wie Manichäus erdichtet, dass es zwei Anfänge gäbe, was wir als falsch und heretisch beurteilen, denn, so bezeugt Moses, nicht in den Anfängen, sondern im Anfang erschuf Gott Himmel und Erde. Und mit Punkt 875 kommen wir überhaupt zum ganzen Bestehensrecht dieser päpstlichen Bulle Unam Sanctam von 1302 vom Papst Boniface VIII. Wir erklären,
sagen und definieren nun aber, dass es für jedes menschliche Geschöpf unbedingt notwendig zum Heil ist, also zur Erlösung, dem römischen Bischof unterworfen zu sein. Kräftige Worte, mit denen wir die heutige Lesung abschließen und mit der wir hier in diesem Absatz in der nächsten Lesung am, denke ich, Sonntag, 7. Oktober dann wohl, fortfahren werden. Wir haben nicht besonders viele Seiten geschafft, das stimmt. Aber ich glaube, dass dies nach der letzten Sendung, die bereits eine ziemlich interessante war, eine gute Fortsetzung der Sendung von hier vor war. Ich möchte mich herzlich bedanken fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Und ich möchte mit Nachdruck darum bitten, dass man die Bibel zur Hand nimmt und das, was ich hier vorgelesen habe von Henry Gatton Guinness, misst an der Wahrheit der Bibel. Die Bibel ist unser einziger Maßstab und unser einziges Fundament für unser Gewissen. Genauso wie Martin Luther es damals vor dem Reichstag in Worms oder vor der Synode in Worms gesagt hat. Gegen das Gewissen zu gehen, ist nicht gesund, schon gar nicht, wenn das Gewissen geleitet wird durch Gott, durch unseren Schöpfergott der Bibel. Wenn wir die Bulle Unam Sanctam und andere Dinge, die ich heute gelesen und erklärt habe, messen an der Bibel, dann sehen wir, wie verkehrt dieses System, das vom Papst geleitet ist. Und dann kann man hieraus schon ersehen, dass es gar nicht mehr viel weiterer Worte bedarf, um zu erklären, dass das Papsttum der römisch-katholischen Kirche der biblische, historische und prophetische Antichrist war, ist und sein wird, bis unser Herr Jesus Christus zurückkommt. Bis zur nächsten Lesung. Maranatha.